Fußballmeisterschaft ist so gut wie entschieden, nach oben und nach unten. Aber dennoch gibt es ein Spiel, das Interesse erweckt, nämlich UFC Reiber-Burbach gegen den SC Trausdorf. Und die beiden Chefs der Clubs sind nun in mir und wir bringen ja diesmal wieder Ausschnitte, Höhepunkte von diesen besonderen Spiel, das eigentlich ein besonderes Spiel, ein Schlagerspiel hätte werden sollen, das aber keines eigentlich mehr ist, denn es ist ja alles, wie gesagt, entschieden. Zunächst also zum Chef des Clubs, des Gastgebers, des UFC Reiber-Burbach. Ich glaube, eine Saison, die sehr viel Herzschlag verursacht hat, aber auf der anderen Seite ist man jetzt dennoch schade um dieses Spiel, denn es wäre ein Schlagerspiel geworden, aber dennoch ist man jetzt, glaube ich, froh. Natürlich ist man froh, man spielt beruhigter, man kann auf jeden Fall locker agieren, sage ich so mal, mit diesem Punktevorsprung. Aber ein Derby ist ein Derby und gerade gegen Trausdorf ist es wichtig, dass man zu Hause überhaupt gewinnt, dass man einen Kollegen dann, wenn man ihn trifft, dass man dann entsprechend begegnen kann. Das heißt, es ist auch ein Prestigeduell. Unbedingt, ja, und wir werden alles daran setzen, dass wir natürlich gewinnen. Ja, und der Mann links von mir ist ein interessanter Mann, Ex-Fußballer, das war ja auch der Harry Neumeier und der Kalle Barillich natürlich auch. Jetzt ist er der Chef des SC Trausdorf, aber er ist eigentlich der Oberpolizist in Burbach. Zwei Seelen in einer Brust, wie verarbeitet man das jetzt so? Ja, aus dem Grund ist es für mich auch ein besonderes Spiel. Wie alle wissen, verbringe ich sehr viel Zeit in Burbach, habe sehr viele gute Freunde hier gewonnen, speziell in Herrn Obmann-Kollegen Neumeier Harry. Ich darf an der Stelle gleich die Gelegenheit nutzen, in Harry sehr herzlich zu gratulieren zur Erringung des Meistertitels in der Zweitliga Nord. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass Burbach im heurigen Jahr mit Abstand die qualitativ beste Mannschaft war und natürlich eine Serie hingelegt hat im Frühjahr, die seinesgleichen sucht. Also, obwohl wir auch relativ konstant gepunktet haben, ist man machtlos, wenn eine Mannschaft in 12 Spielen oder in 14 Spielen jetzt 13 Mal gewinnt und einen Punkt abgibt. Also Harry, nochmal herzliche Gratulation. Dankeschön. Ja, natürlich, Gratulation an Burbach. Jetzt aber noch eine zusätzliche Frage. Wenn man jetzt so Meister war, Herbstmeister war und jetzt plötzlich aber dann doch nicht das Ziel erreicht hat am Ende der Saison, ist man da ein bisschen traurig gestimmt. Eigentlich hat ja Trausdorf niemand auf der Rechnung gehabt. Wir sind weit davon entfernt, dass man traurig oder enttäuscht ist. Wir waren vor der Saison Abschlusskandidat Nummer 1, haben dann einen sehr, sehr guten Herbst gespielt. Wie gesagt, wir spielen auch im Frühjahr nicht schlecht, aber gegen diese Konstanz von Burbach ist kein Kraut gewachsen. Wie geht's denn heute aus? Schwer zu sagen, aber ich hoffe, dass wir fähig sind, da einen Unentschieden herauszuholen. Der Chef will, das hat er schon gesagt, gewinnen. Der Chef des UFC Reiber-Burbach. Also ich würde gerne gewinnen. Ob das Trausdorf zulässt, ist natürlich eine andere Sache. Aber ich schätze, dass wir 3:1 gewinnen. Das heißt, wir können auf ein torreiches, tolles Match hoffen. Es wird aufgrund dessen, dass eigentlich schon alles entschieden ist, eine lockere Partie werden, auch für die Spieler. Und da wird sich einiges tun, glaube ich. Ja, wir hoffen, dass sich einiges tun wird, dass viele Tore fallen. Denn dieses Spiel war ja von vornherein als der Schlager schlechthin in der zweiten Liga Nord im Nordburgenland angesagt. Wir werden also sehen, wir werden also wieder versuchen, die schönsten Szenen einzufangen. Und wir hoffen natürlich sehr viele Tore. Und dann gibt es ja natürlich in dieser Sendung noch einige andere Dinge. Das aber lassen wir jetzt als Überraschung für Sie offen. Ja, der Pfeffer ist also aus der Suppe heraus, wie gesagt. Aber der SC Trausdorf noch im Herbst ernstzunehmender Widersacher des UFC Reiber-Burbach um den Aufstieg in die BVZ Burgenlandliga am 29. Spieltag im Türkenhainstadion in Burbach zu Gast will den Schaumeister dennoch fordern. Immerhin heißt es hier Erster gegen Zweiter. Und dies scheint auch zu gelingen, zumindest in der Anfangsphase. 10. Spielminute, schöner Spielzug. Marco Laubner überlistet Melisik und Co. Nimmt das Zuspiel von Alex Kampic auf und er netzt dann ein. Vorbei an Burbach Schlussmann und Namensvetter Marco Kumnik. Das 1:0 der Gäste nach nur 10 Minuten Spielzeit. Die Kroaten zeigen also, dass auch die Supertruppe von Günter Schiffer verletzbar ist. Diese Wunde wollen Wagendriesel, Granat und Co. vor allem aber die vielen Fans schnell verheilt sehen. Christoph Wagendriesel ist es auch, der ab diesem Gegentreffer fast im Minutentakt Chance um Chance vorfindet. Allerdings keine einzige davon auch verwerten kann, wie hier.
Da springt Abwehrmann Stefan Helm in die Bresche. Ihn zieht es, wie so oft in dieser Meisterschaft, nach vorne. Und er erzielt in Minute 17, also 7 Minuten später, den Ausgleich. 1:1, also durch Helden. Ein lang ersehntes Tor. Nach einer halben Stunde Spielzeit ist dann für den Meister alles erledigt. Zumindest vorläufig. Man lässt Trausdorf kaum noch eine Chance. Ein herrlicher Spielzug, Stangelpass von Wagentristl. Balázs Kramat braucht aber in dieser Szene keine Krawatte loszulassen. Locker und lässig schiebt er das Leder über die Torlinie. Burbach führt zur Pause, verdient mit 2:1. Nach Wiederbeginn tut sich ein Platzring auf. Zunächst auch als Spielverderber, aber nur kurz. Die Torfabrik UFC Reiber Burbach hat die Pforten wieder geöffnet und zeigt, wie ein würdiger Meister ganz nach dem Vorbild von Borussia Dortmund die Fans zu begeistern weiß. Landesliga, willkommen, heißt es da. Die Tür ist offen. Und das Neumayer Schiffer Star Ensemble verabschiedet sich letztendlich mit einem 5:1 Erfolg im letzten Heimspiel der Saison aus der zweiten Liga Nord. Die Fans jedenfalls sind begeistert, allerdings nicht alle. Traurig, dass Trausdorf nicht Meister ist? Ja, sehr. Ja. Die Ex-Spieler und Frauen und Anhänger des UFC Burbach, des UFCB, sehen das anders. Es ist eine tolle Sache, dass Burbach wieder in der Landesliga ist, denn der Abstieg vor 2 Jahren war schon sehr unglücklich. Und ein Verein mit so einer tollen Anlage gehört einfach in die Landesliga. Ja, na sicher. Das auf jeden Fall. Zuletzt lassen wir noch einmal diese tolle Burbacher Saison 2011-2012 Revue passieren. Das ist unser Leben, könnte man sagen. Jelavec und Co. sind ebenso in dieser Form in Österreich gelandet. Jetzt folgen Top-Talente aus Kroatien. Zu sehen vom 13. bis zum 15. Juli in der kleinen Schweizer Arena in Zagelsdorf, Nähe Eisenstadt, beim Transferturnier von Sport Universal. In diesen Käfigen sind viele bekannte Nationalspieler faktisch fußballerisch groß geworden. Beim Minisoccer. Ebenso ein Programmpunkt dieses Zagelsdorfer Turnieres vom 13. bis zum 15. Juli. Auch für tolle Stimmung wird bei diesem 3-Tages-Turnier und Fest gesorgt sein, mit einem kroatischen Abend.
von GG auf dem Sportplatzgelände ausgerichtet. In der nächsten Sendung sehen Sie weitere Informationen über dieses Mega-Fußballturnier in Zagelsdorf Mitte Juli. Wenn man den Tourismus mit den Begriffen Störche und Wein in Verbindung bringt, dann denkt man zumeist an Rust. Ja, und diese kleinste Stadt Europas hat bereits 1681 ihr Stadtrecht erkauft. Nicht, wie Sie glauben, mit Geld, sondern mit Wein. Ja, und der Wein spielt hier in Rust eine ganz große Rolle. Wenn man all den Wein hier, der in diesen Kellern in Rust lagert, zusammenrechnen würde, dann könnte man damit ganz Bayern und ganz Österreich ein Jahr lang versorgen. So der Ausspruch eines Ruster Weinbauern. Ja, aber es gibt in Rust nicht nur Wein, es gibt viele Sehenswürdigkeiten und die sehen wir uns jetzt im folgenden Beitrag ganz genau an. Ja, wir beginnen unsere Wanderung gleich hier oben bei der Fischerkirche. In der Fischerkirche finden alljährlich zahlreiche Konzerte statt von ganz großen Künstlern und locken natürlich Fremde aus aller Herren Länder an. In diesem Rust, der Stadt am Neusiedler See im Herzen des Nordburglandes, hat sich in all den Jahren viel verändert. So wurde das alte Stadttor restauriert und aus dem Siel, einst Teil dieses Stadttores, als Zollstation wurde ein nettes Restaurant. Die darin befindliche Bierbrauerei ist stillgelegt. Und jetzt ist es eine Art kleines Museum. Neben dem vorzüglich geführten Gastrobetrieb mit verschiedenen Charakteren. Untertags ein Speise- und Wohlfühllokal, in dem man sowohl à la carte, kulinarisch, bodenständiges, als auch eine Pizza aus dem Steinofen genießen kann. In zwei Gastgärten und zwei Räumen. Am Abend bietet die Bar südliche Atmosphäre bei stimmungsvoller Hintergrundmusik an. Dass dies alles so ist, für Touristen, aber auch den Burgenländern und den Leuten aus den umliegenden Gemeinden und natürlich für die Ruster selbst, dafür sorgt die Familie Zachs aus St. Margarethen, wo alljährlich die Opernfestspiele stattfinden. Und wo eben das kleine Zachs Hotel zu einem touristischen Zentrum geworden ist. Ja, wenn man also vom Krämeierhaus aus, das ist das Stadtmuseum in Rust, hinunterwandert zum See, dann ist man also in wenigen Minuten gleich am Wasser. Ja, eingangs haben wir es Ihnen schon gesagt, die Störche bedeuten in Rust sehr viel. Es gibt in Rust sogar einen eigenen Storchenverein, der zur Erhaltung des Weißstorches beiträgt. Ja, und wie eingangs natürlich neben den Störchen auch erwähnt, der Wein. Der Wein hat so seine besondere Bedeutung hier in Rust. Rust ist ja, wie gesagt, die Stadt der Störche und des edlen Weines. Zahlreiche Ruster Winzer wurden ja für ihre Weine schon ausgezeichnet. Einer dieser ausgezeichneten Weinbauern ist der Gerhard Just aus der Freistadt Rust am Neusiedler See im Burgenland. Eine touristische Attraktion ist seit kurzem ein weiterer Gastrobetrieb des kleinen Städtchens am Neusiedler See, der Katamaran. Ein Restaurant, wie schon der Name verrät, quasi auf Schiff mitten im kleinen Hafen der Ruster Bucht. Ein Vier-Saisonen-Betrieb, der viel zu bieten hat. Wintersaison. Versuchen wir halt viele Weihnachtsfeiern auszurichten und hoffen, dass Eis kommt und dann die Eisläufer mit guten Essen verköstigen und mit Glühwein. Ja, Frühling, Sommer, Herbst ist eigentlich Hauptsaison und viele legen mit den Schiffen hier an, viele gehen ins Schwimmbad, kommen dann essen zu uns und dann vergnügen sich die Gäste an der Schirmbar oder bei einem guten Glas Wein an der Bar. Wir haben sehr viele Sitzplätze im Restaurant in zwei Etagen und
Wir bieten vom Frühstück bis zum Küche bis 22 Uhr alles an. Und natürlich auch viele Veranstaltungen wie Firmenfeiern, wie private Feiern, Taufen, Hochzeiten und so weiter. Weil wir einen großen Raum im Oberdeck haben mit der tollen Aussicht auf den See und das wirklich super Ambiente hier. An der Schirmbar und drumherum bietet sich südländisch-pannonisches Flair an. Mit internationalen Gästen. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal tú? Sehr schön, ja. Urlaubmäßig. Genießen, wir leben. Manche aber sind aus der Nähe und mögen diesen Katamaran am See. Wir sind da eben, weil das Feeling sehr gut ist, ja. Und Frauen sind sehr hübsch, egal wo man hinschauen tut. Ja, was Rust also so alles zu bieten hat, das haben wir Ihnen jetzt gezeigt. Und es lohnt sich sicher einmal, diese kleinste Stadt Europas zu besuchen. Spielend reiten lernen, das kann man in Andau im burgenländischen Seewinkel auf der einzigartigen Busteranlage von Helga und Helmut Altmann. So bieten sich dazu wieder Kurse an. Für Neueinsteiger, totale Anfänger und Fortgeschrittene, aber ebenso für jene, die zur Lizenzprüfung antreten möchten, um später auch Turniere bestreiten zu können. Anmelden können Sie sich persönlich unter 0664 171 9024. Auch im Internet unter www.rcandau.at finden Sie alles über Pferde und Reiten. Denn auch die Zucht spielt bei Helmut Altmann eine wesentliche Rolle. Vom 30. Juni bis zum 1. Juli inszeniert der RC Andau übrigens ein großes Reit- und Springturnier. Schauen Sie, wenn Sie reiten lernen oder ausreiten wollen, Turnier- oder Pferdefreund sind oder auch den romantischen Seewinkel mit seiner Buster-Atmosphäre mögen, in Andau ganz einfach vorbei. Musik.